Es tut mir unfassbar leid, dass ich euch vor dem Video wieder stören muss. Ich habe bei der neuen PC und habe mir auch das Video runtergeladen und habe momentan vergessen, beim Mikrofon umzustellen. Das heißt, ich habe den kompletten Part jetzt mit dem Mikro meiner Webcam aufgenommen und es klingt einfach wie so ein Beamon-Video. Das ist sorry, aber geht nicht. Ich werde versuchen, weil ich natürlich kann es nicht nochmal aufnehmen und ich möchte es halt jetzt schon hochladen. Ich werde versuchen, irgendwie mit dem Bass und mit dem Equalizer und so alles noch irgendwie ein bisschen zu retten, damit es nicht ganz krebserregend klingt. Seid mir nicht böse, es ist zum Glück nur ein Part. Ich habe zum Glück jetzt nur ein Part aufgenommen. Aber wie gesagt, seid mir nicht böse. Wird nie wieder vorkommen. Alles gut. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Video, wo ich wieder ein paar Fragen beantwortet habe. Wie gesagt, es tut mir unfassbar leid, dass es jetzt schon wieder ein verkackter Part ist. Trotzdem viel Spaß beim Video. Ciao. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerrot Ashlog. Bevor ich aber anfange, ist gerade bei mir ziemlich laut, merke ich gerade. Vielleicht übersteuere ich gerade ein bisschen. Dreht einfach mal mein Mikro ein bisschen runter. Kann es vielleicht angenehmer sein? Es hat zumindest gerade ein bisschen übersteuert ausgesehen. Denn das wird wieder eine kleine Fragenrunde. Jetzt werde ich wahrscheinlich das Projekt so durchmachen. Und ich werde da immer auf Twitter unter dem Hashtag Ashlog fragen. Das heißt, ihr könnt unter Hashtag Ashlog auf Twitter was fragen. Ihr müsst mich dort nicht verlinken, ich sehe das auch ohne Verlinkung, das ist sogar besser, weil dann bin ich nicht komplett zugespammt, deswegen macht es am besten ohne. Und ich werde immer wieder gefragt, ob man zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt noch eine Frage einschicken kann. Ihr könnt durchgehend, wenn euch eine Frage einfällt, die sofort unter Hashtag Ashlog posten. Das geht ja chronologisch und ich höre immer da und ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Und deswegen werde ich jetzt wieder bei der Frage von Sanische Lastfern anfangen und werde mich dann quasi hocharbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt sogar eure Frage stellt, bevor ich frage, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie, also kommt sie wahrscheinlich auch schneller dran. Das heißt, ihr könnt durchgehend einfach fragen, wann ihr wollt. Und ich habe, wie gesagt, offline. Übrigens, ich musste nochmal nachspielen, weil ich jetzt am neuen PC aufnehme. Und deswegen musste ich gerade nochmal nachspielen. Ich weiß nicht, ob die Level so gepasst haben. Müssten aber ungefähr gleich sein. Ich weiß, dass keiner über Level 27 war. Und ja, es gibt das noch Level 26. Deswegen werden wir den jetzt noch weiter trainieren. Die Angel habe ich mir geholt gehabt. Und hier unten habe ich mir auch das geholt. Ich war auch shoppen. Ich habe jetzt an Geld noch 26.500 und habe quasi, bringt dahin, und habe quasi noch ein paar Supertränke und Heiler und Zeug so alles gekauft. Auch Schutz für die Höhle, denn wir werden wahrscheinlich ohne Blitz durch müssen. Deswegen muss ich gucken, dass ich das vielleicht aus dem Kopf rausfinde. Aber hier steht erstmal der Typ. Oh, hallo Bartz, wie geht's dir? Ich bin ein Verhütten. Hast du ein Verfügungsrosal für dich? Ich sage, das sucht die bei Route 2 Bartzi. Okay, aber da hat es noch Items auf der anderen Route, deswegen gehen wir jetzt trotzdem durch. Ist mir gerade so eingefallen, deswegen werden wir das machen. Und wir machen bei der Frage weiter. Wenn Racer und Cassie an einer Klippe hängen würden und du nur einen retten könntest, wen würdest du nehmen? Ich würde wahrscheinlich den Tod anbetteln und sagen, rette beide und nimm mich, weil solche Entscheidungen, die kann man nicht treffen. Und ich glaube, Timo und Cassie würden es dann auch wahrscheinlich so sehen nach dem Motto, ist nicht so schlimm, gehen wir lieber beide drauf. Dann sind sie im Himmel zusammen, dann bin ich der Gearschte, weil ich dann alleine hier unten bin. Aber ich könnte mich da ehrlich gesagt nicht entscheiden. Ich bin froh, dass ich mich für sowas nicht entscheiden musste und das ist ein Dick-Trainer. Oder ein Spoink auf Level 29. Ja. Das ist der Ersatz für Dick-Tri quasi. Kann ich fliehen? Ich kann nicht mal fliehen. Psystra macht wie viel? Oh, es macht viel Damage. Es macht viel Damage. Ich glaube, ich gehe in Stella. Stella müsste davor eben im Flucht. Wie heißt der nochmal? Beim Ball fliehen können da. Rauchball. Oh, Psycho Plus. Das heißt, er kopiert meine Werte. So, aber wir fliehen mit dem Rauchball. So, nächste Frage ist von Luca Woski. Weiß nicht, ob das gepasst hat. Ist ein bisschen schwer, den Namen zu lesen. Wir packen mal Stella nach vorne. So. Welches böse Story-Team aus Pokémon findest du am besten? Wie zum Beispiel Team Rocket. Ich finde am besten tatsächlich Team Galactic, weil ich finde Cyrus als Leader einfach ultra gut. Es ist nämlich so ein psychisch gestörter Typ. Der eine Welt komplett neu aufbauen will, finde ich ziemlich interessant und ich mag auch Team Galactic. Also, wenn es ums Outfit geht, ich finde das Outfit eigentlich von allen nicht so ganz cool. Aber wow, warum kommen jetzt so viele auf Level 29? Kommen doch noch mal gar nicht so viele. Da ist auch alle im Schutz an, aber egal. Wie gesagt, aber es ist Team Galactic aus Diamant, Perl, Platin. Dann, in welche Abteilung würdest du Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und Digimon stecken? Heißt, welches ist das beste Spiel, Anime, Musik? Musik, Digimon. Spiel, Pokémon. Anime, auch Digimon.
Yu-Gi-Oh! Hat das beste Kartenspiel davon, finde ich. Und der Anime ist auch nicht schlecht. Aber Anime trotzdem Digimon. Musik ebenfalls Digimon. Und Spiel eindeutig Pokémon. Also selbst Parsi, der ja Digimon World 2003 liebt oder so, sagt ja auch, Pokémon hat halt die besseren Spiele. So. Was gibt's denn hier alles? Da oben gibt's, glaube ich, nichts, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ja, da gibt's nichts. Oben gibt's noch das Altbernstein. Dafür darf ich mir, das hole ich mal bestimmt, weil dafür das ist quasi ein Staggering-Counter. Werden wir uns natürlich noch holen. Und Schreibers mit zerschneiden, das werden wir auch nicht aufsehen. So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal oben hin und holen kurz das Altbernstein, aus dem ein Aerodactyl später werden wird. So, und wir gehen zur nächsten Frage. Ist wieder von Sonne Schillers-Fan. Wer hier hätte es deiner Meinung nach verdient, ein Pokémon zu werden? Ich finde immer noch ein Delfin-Pokémon hätte bestimmt was. So, der gibt uns jetzt den Bernstein, perfekt. Ein Delfin-Pokémon, das ist ja schon lange diskutiert oder so, wie sowas aussehen würde. Und ich fände es interessant. Also kann man bestimmt was draus machen. Dann fragt JP, was ist dein Lieblingsfußballverein? Momentan muss ich sagen, gucke ich Fußball gar nicht mehr wirklich. Ich war, seit ich denken, kein Bayern-Fan. Bin es im Prinzip auch immer noch, aber ich interessiere mich momentan nicht mehr so krass für Fußball, weil es wird mir momentan einfach zu Kommerz. Es wird wenig mehr in die eigene Jugend investiert, sondern die großen Vereine kaufen sich nur noch jeden Scheiß zusammen. Oh, warte mal, du willst doch ein Pokémon tauschen da drin, oder? Was willst du? Normal willst du, glaube ich, Abras für Pantimos. Nach Plusle, tauscht es gegen Gengar. Wenn ich eins hätte, würde ich es gerne tun, aber ich habe leider kein Plusle. Und Gengar dürfte ich vor allem auch gar nicht benutzen. So. Dann geht's weiter mit Mickel fragt, besteht die Möglichkeit, dass du Twitter quittest, falls die das jetzt wie bei Facebook machen? Nein, ich werde Twitter natürlich nicht quitten. Ich kann damit trotzdem, dann brauchen wir gar nicht anderen, wir haben keine 10 Pokémon. Ich kann natürlich trotzdem noch meine Sachen und so posten, die ich mache. Magnet, drück mal noch eins rein, weil ich kein Pikachu mehr habe. Ein Schlohkraut könnte ganz interessant werden. Und was haben wir da unten? Irgendwo gibt es hier, glaube ich, auch noch ein Item. Also quitten werde ich definitiv nicht. Es ist zwar Bullshit und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt stimmen sollte. Ich weiß nicht, ob das verlässliche Quelle war, dass es quasi keine chronologische Timeline mehr geben sollte, sondern nach Relevanz quasi, wie es bei Facebook ist. Und ja, ich werde trotzdem natürlich nicht quitten. Twitter ist meiner Meinung nach trotzdem noch die beste Seite für YouTuber. Um war das ein Lavados im Hintergrund? Ich habe ein Lavados gehört. Ich will mal kurz eine Sache testen. Das interessiert mich jetzt. Ich habe nämlich gerade ein Lavados gehört. Normalerweise hört man doch Pokémon, die es auf der Route gibt, oder? Deswegen, ich speede mal kurz, nur weil ich was gucken will. Raichu gibt's hier. Barschwa. Barschwa. Oder war es Raichu vielleicht? Okay, es war wahrscheinlich ein Raichu, was ich gehört habe. Aber wir gehen jetzt wieder zurück. So. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob das wirklich Dings war. Lavados. Hat sie angehört wie Lavados? So, dann fragt absoluter Nullpunkt. Gibt es etwas, das du als Kind nie gern gegessen hast, du aber jetzt gerne isst? Gibt nicht wirklich was. Also es gibt Sachen, die mag ich halt bis heute nicht. Ich kenne Preiselbeeren. Isst man normalerweise zu Ente oder sowas dazu. Und mag ich gar nicht. Und aktivieren wir den Schutz. Ist der oben oder unten? Der ist unten wahrscheinlich. Na, jetzt haben wir noch Schutz. So. Es gibt nicht wirklich was. Es gibt so Sachen wie Spargel, das mag ich heute noch nicht so besonders. Ich esse es zwar inzwischen, aber ist jetzt nicht so geil. Dann wirklich geben tut eigentlich nichts, so, wenn es mir gerade einfällt. Gibt eigentlich wirklich nichts, okay. Nächste Frage ist von Doc Darling oder Sir Platinum. Ich komme natürlich nicht mehr durch. Nicht mal einen Schritt darf ich laufen. Wie gut schwimmst du? Oh, ein Traummagier. Ziemlich interessant. Das halt wie gut. Also, ich bin wie so ein Hund. Ich kann mir über Wasser halten. Nee, schwimmen habe ich relativ früh gelernt. Ist auch eine ganz lustige Story. Mein Onkel hat mich da quasi ins Wasser geworfen, hat mir so viel aus meinen Schwimmflügeln rausgelassen in Luft, dass ich gerade so mit dem Mund über Wasser war. Und hier ist ein Glomann, das ist Dupes Claws. Hat mich dann quasi, hat so viel Luft aus meinen Schwimmflügeln rausgelassen, dass ich gerade so über Wasser war und hat mich dann quasi ins Wasser geschmissen und gesagt, schwimm oder stirb. Und ja, unter Zwang lernt man dann halt schwimmen. Er wäre natürlich da gewesen und hätte mich gerettet, wenn ich wirklich untergegangen wäre. Aber trotzdem, es ist meine Familie, die ist so nett. Und ja, ich kann schwimmen. Ich bin nicht der Schnellste im Schwimmen, aber ich kann schwimmen, so ist es nicht. So. Dann fragt er nochmal, nachdem ich jetzt einmal kurz nach oben scrolle. Nehmen wir an, du würdest irgendwann mal die 100.000 Abos erreichen. Wie lange würde ich glauben, wird es dauern? 100.000. Ich halte es nach einem Jahr 3.000.
Am Ende von dem Jahr habe ich ja irgendwie, glaube ich, auch im Video gesagt, als JP es gefragt hat, wie viel ich schätze, werde ich nach dem Jahr haben, habe ich 7.000 gesagt. Das heißt, 100.000 reden wir vielleicht mal 2018 drüber, okay? Dann fragt Benny oder auch Sancho Boy, bei dem ich jetzt endlich gelernt habe, wie man ihn ausspricht. Warte, spielst du ein Instrument oder machst du irgendeiner Weise Musik? PS, wenn ja, will dieser Musiker das hören? Wahrscheinlich sich, weil er spielt ja auch, glaube ich, Gitarre. Er hat ja auch auf YouTube, glaube ich, ein Bild von sich mit der Gitarre drin. Und ich selber kann auch Gitarre spielen, ob man es glaubt oder nicht. Ich habe eine E-Gitarre im Schrank stehen, die nehme ich auch wahrscheinlich mit und habe mir überlegt, ich spiele momentan nicht mehr. Also ich habe es wahrscheinlich auch ein bisschen verlernt. Aber ich will mir die Gitarre wahrscheinlich so, dass sie an die Wand hängen dann in der neuen Wohnung. Das ist eine schöne Deko. Ich glaube, eine Fernandes. Du kennst dich wahrscheinlich damit mehr aus als ich. Und ja, wie gesagt, ich kann eigentlich, wenn ich mich wieder reinfinde, kann ich Gitarre spielen einigermaßen gut. Aber sonst spiele ich nichts, also Blockflöte oder so habe ich nie gespielt. Auch wenn ich eine mega sympathische und wohlklingende Stimme habe. Ob man es glaubt oder nicht, singen kann ich leider nicht. Wirklich, nein, kann ich nicht. Wir wollen jetzt aber erstmal noch das Fahrrad. Und ja. Ich kann dir leider nichts vorspielen, weil ich dann die Gitarre noch an den Verstärker anschließen müsste, damit man einigermaßen was hört. Oder glaube ich, könnte sogar mal ein Mischpult anschließen. Aber trotzdem, ne. Und ich werde jetzt erstmal das Fahrrad. Wo ist es denn? Fahrrad, 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 Fahrrad. So. Selecten wir. Kann man nämlich das schön als Dings benutzen und muss ich nochmal ins Pokémon Center oder war ich da gerade? Ich war da gerade, ne? Ja. Sagen wir nämlich, es geht mal nach vorne und trainieren den auch noch auf Level 27. Ah, ei, ei, ei. Und für die, die jetzt Gesundheit in die Kommentare schreiben, danke. Ei, ei, ei. So. Dann fragt wieder Dark Darling. Sag mal bitte ehrlich, checkt ihr PokéTuber auch mal unsere Tweets, wenn wir euch nicht erwähnen oder kein Interesse? Es kommt darauf an. Das hört sich irgendwie komisch an, oder? Keine Ahnung, das hört sich irgendwie komisch an. Ich folge von euch den meisten halt nicht. Wenn ihr mal guckt, ich folge nur 39 Leuten. Ich sag's mal so, ihr spammt mich auch genug zu, ohne dass ich euch folge. Es gibt manche Leute, da gucke ich vielleicht ab und zu mal geschwind rein oder so. Und wow, der Pogatron sieht hier ziemlich cool aus, aber halt von hinten von dem Butt-Sprite. Wie gesagt, selten. Das Ding ist aber halt auch, ich werde alleine schon auf so vielen Sachen verlinkt, wo ich mir eigentlich denke, dann ist es unnötig, mich zu verlinken. Ne? Und ja, wenn ich deine meisten Leute noch followen würde, dann wird halt kaum angenommen, ich follow dir zum Beispiel, Dark Darling, auch wenn du aktiv bist, dann würde danach vielleicht die Lara kommen und sagen, warum followst du mir nicht, aber ihm. Und dann kommt wieder noch jemand und dann kommt noch jemand und irgendwann müsste ich 3000 Leuten followen. Und das möchte ich natürlich auch nicht machen. Ich möchte vor allem auch, dass meine Timeline übersichtlich bleibt. Deswegen folge ich, wie gesagt, von 39 Leuten, was relativ wenig ist. Und ihr dürft mich natürlich gerne auf Tweets verlinken oder so, aber spamt da bitte nicht rum. Das ist in letzter Zeit auch ziemlich schlimm. Ich kriege viele private Nachrichten auf Twitter, wo ich mir auch denke, das ist ein bisschen übertrieben, weil er kommt zum Teil einfach Sachen, wo die Leute irgendwas Dummes schreiben, wie letztens, ich kann euch den Tweet noch vorlegen, ich habe den auf Twitter gepostet, Moment. Und zwar wurde ich gefragt, pass auf, von jemandem, ich sage natürlich den Namen, ich habe ihn auf Twitter gepostet, halt mit zensierten Namen. Hi Pokebatz, ich wollte fragen, ob du mir eine 15-Euro-E-Shop-Karte besorgen kannst. Geb dir auch dafür 20 Shiny-Pokémon und Legis deiner Wahl. Würde mich riesig freuen, wenn du es schaffst. Viele Grüße. Und dann hat sein Name. Und ich denke mir so, meint er das jetzt ernst? Er followt mir nicht. Würde er meine Videos gucken, dann wüsste er, dass ich mir die Pokémon so oder so selbst gennen kann. Und will dann noch Geld für Pokémon. Und 15 Euro für 20 Pokémon macht sowas nicht. Wirklich, wenn euch jemand das anbietet, kauft die Pokémon nicht. Ganz ehrlich, da findet ihr in der Community Leute, die Pikachu können und euch vielleicht mal ein paar Pokémon schenken oder so. Aber bezahlt nicht für Pokémon. Das ist Bullshit. Vor allem der hat ja auch noch unter anderem Paul oder so angeschrieben. Mit genau der gleichen Nachricht. Und ja, das ist dann ziemlich Bullshit. Und wie gesagt, das ist so der Grund, warum ich vielen von euch halt nicht follow. Nicht, weil ich euch nicht leiden kann oder eure Tweets nicht sehen will, aber weil es sonst einfach total zugespammt wird und ich möchte halt das alles ein bisschen übersichtlich halten. Dann fragt wieder Sanel. Ich nenne dich jetzt auch noch Sanel. Wer hat dein Profilbild gezeichnet? Du meinst wahrscheinlich das Sherox mit der Cap. Das Sherox mit der Cap selber ist von Cassie. Ich weiß noch, das war so mein Traumprofilbild, als ich angefangen habe mit PokéTubing. Ich wollte ein Sherox in der Pose mit einer umgedrehten Cap drauf. Und das hat Cassie wunderbar hinbekommen. An der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Danke, Cassie, fürs Profilbild. Und das ist eine TM, normal Teleport, Schockwelle. Smetbo kann noch, glaube ich, so viel ich weiß, Teleport lernen, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Das heißt, Smetmo müsste auch Schockwelle lernen können. Wo ist es? Moment. So, Schockwelle. Skittler könnte Schockwelle oder Sunsu Boy. Dann lohnt sich's nicht wirklich. Ich dachte allerdings, könnte es lernen, aber nee, dann eben nicht. Wen trainieren wir denn? Ich glaube, ich packe trotzdem mal Talia nach vorne, damit die ein bisschen mal eine neue Attacke lernen. Und zwar einen Windschuss, glaube ich, auf 28. Und den Hintergrund hat dann auch Paul dazu gemacht. Also ein großes Dankeschön an die zwei, vor allem auch an Kelsey, weil sie hat, wie gesagt, mir dieses wunderbare Xerox auf meinem Profilbild gezeichnet. Und ihr merkt, ich habe es immer noch drin und ich finde es immer noch so ultra cool. Deswegen vielen Dank, Kelsey. So, dann fragt Manu, wenn du es könntest, welche Pokémon-Attacke würdest du verändern und würdest du sogar eine neue Attacke erfinden? Eine neue Attacke erfinden nicht. Es gibt Sachen wie, ich würde endlich mal Aerodactyl Sturzflug geben, damit es mal einen stärkeren Flugstep hätte. Und eine Attacke verändern, ja, ich würde Borschnabel stärker machen. Für die, die es nicht wissen, Borschnabel ist meine Lieblingsattacke. Wegen Zapdos aus First Gen. Und ich würde Borschnabel gerne ein bisschen stärker machen. Das hat ja eigentlich keinen Effekt, nur dass es eine 80-Stärke Flugattacke ist. Oder Aerodactyl mit Borschnabel wäre ja schon cool, auch wenn sie wirklich passt. Aber halt was Stärkeres als Aeroas. Und dann erhöht man vielleicht die Crit-Chance oder erhöht den Schaden vielleicht auf 100 oder so. Irgendwie das zumindest ein bisschen stärker machen. Es gibt nämlich eigentlich nur einen Mon, wo ich es wirklich spiele. Und das ist auf meinen Focus-Squad Kramchef. Da spiele ich Borschnabel drauf. Und da kann ich nicht drin bleiben. Deshalb gehen wir in. Wir gehen in Jana. Ja, und Borschnabel würde ich gerne verändern. Dann fragt Hinagiku. Hab ich? Hinagiku, okay. Wenn du einen neuen Pokémon-Typen neu kreieren würdest, welcher wäre es und welchen Typen Vor- und Nachteil hätte er? Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir jetzt haben. Timo zum Beispiel fände es ja cool, wenn es wirklich den Sound-Typen irgendwann geben würde. Finde ich nicht so cool, weil dann wäre sowas wie Überschallknall halt auch von dem Typ und sowas wie Plaudergeil könnte dann. Wäre wahrscheinlich Flüg Sound und habe ich nicht aufgepasst, was kommt. Ich gehe trotzdem mal in Talia. Und fände ich nicht so cool. Also, ich bin zufrieden mit dem, was es jetzt hat. Es gibt ein paar Sachen, die ich verändern würde. Man weiß ja, dass Fee halt, man kennt es ja aus Disney-Filmen oder so, die Feen immer, die sind halt, sollen hübsch sein, zerbrechlich und so. Und Käfer sind da halt schon ein bisschen brachialer. Oh, Gedankengut. Und deswegen würde ich es halt cool finden. Weil es ja auch so mit Unlicht ist, weil Psycho ist ja quasi die menschliche Psyche und die Schwächen sind halt Käfer, Unlicht und Geist, das heißt drei Sachen, vor denen der Mensch quasi Angst hat oder viele Leute Angst haben. Und dann würde ich es cool finden, wenn Käfer sehr effektiv auf Fee wäre. Ich finde, das würde eigentlich ganz gut passen. Und wir lernen jetzt eigentlich mal den Windstoß ein. Einfach nehmen wir mal zweite Attacke. Und zwar für Wirbelwind. Wenn tun mal einen Wirbelwind weg, den brauchen wir nicht wirklich. Hat noch vielleicht noch, um uns ein bisschen zu boosten, da weiß man, was brauchen. Aber Talia ist jetzt endlich auf dem Level, wo sie auch was machen kann mit Fontränen. Das ist gut. So, aber wie gesagt, neuen Typen kriege ich. Und was ich immer noch cool finde, ich fände es ultra cool, wenn es Sichlo gibt. Und zwar eine zweite Entwicklung. Und zwar ein spezielles Xerox quasi, was dann die Kombination Eiskäfer hätte. Habe ich auch schon mal hier gesagt. Es sollte die Kombination Eiskäfer haben und dann quasi statt 130 Angriff 130 Spezialangriff haben. Quasi einfach die Werte von Xerox nur halt anders verteilt und das würde man dann bekommen, wenn man es mit ewiges Eis tradet. Fände ich ultra cool. Nintendo, macht das mal bitte. Und weil Käfer Eis sind meine zwei Lieblingstypen und wenn ich dann quasi das bekommen würde, das wäre schon ziemlich sick. Und dann fragt wieder Sanne, steht deine Mieterin wirklich auf MDSM, damals BDSM? Ja. Ja, es ist halt wirklich so. Und warum haben die alle einen Xerox? Das ist traurig. Hier begegne ich Xeroxen, ne? Aber sonst nicht. Ja. Aber es könnte schon ausreichen. Xerox Spätzle ist nicht so gut. Aber es reicht knapp nicht aus. Okay, Trugschlag. Okay, Trugschlag juckt mich nicht. Macht nicht mehr viel Damage. Tut mir leid, Xerox. Ja, tut sie übrigens wirklich. Das ist komisch, weil ich musste schon auch viele Päckchen für die annehmen. Bei der kommen in der Woche kommen 2-3 Päckchen oder so. Und die ist auch oft nicht da, weil die ist irgendwie ein Model oder so. Keine Sorge, irgendein unbekanntes Model. Da unten hat's. Hier darf ich mir ein Pokémon fangen, ne? Eine Sanftglocke. Das ist ganz praktisch. Ich darf mir ein Pokémon fangen. Habe ich noch genug Pokébälle? Ich glaube, ich habe mir keine Pokébälle gekauft. Okay, ich müsste aber noch genug Pokébälle haben. Ich tue, glaube ich, Dings nach vorne dafür. Stella. Weil hier auf der Route dürfen wir jetzt ein neues Pokémon fangen. So. Und dann fragt
Crush kennen. Was machst du gerade beruflich? Beruflich arbeite ich nur ab und zu in der Firma, wo auch meine Mutter arbeitet. Und Raschler will einen nicht fangen. Einfach, wenn die jemanden brauchen. Jetzt zum Beispiel die Woche habe ich wieder 3-mal gearbeitet und sonst warte ich halt quasi, bis ich dann nach Essen ziehen kann. Dann fragt Beko Fresh, Haftbefehl oder K1? Weder noch, ich beide nicht. Und noch eine Frage, gibt es jemanden in der Poké-Szene, den du überhaupt nicht magst? Du musst keinen Namen nennen. Natürlich gibt es. Es gibt Leute, die kann ich abgrundtief nicht leiden. Ich meine, ihr müsst nur, der Part kommt ja am Mittwoch online, ihr müsst nur mal gestern auf meine Twitter-Timeline gucken, dann wisst ihr schon, wen ich abgrundtief nicht leiden kann, weil es einfach ein richtiger Spast ist. Hier werde ich natürlich nicht sagen, sondern auf Twitter und Summex darf ich auch nicht fangen. Und ja, wie gesagt, es gibt Leute, ich werde hier jetzt im Video keine Namen nennen, wenn ihr es wissen wollt, guckt einfach auf Twitter, aber schreibt dann auch nicht in die Kommentare, es muss nicht sein, sowas will ich von YouTube fernhalten, dafür ist Twitter da oder das kann man im Stream mal drüber labern. Aber hier nicht und wir scrollen wieder etwas hoch. Muggelbaum darf ich auch nicht fangen, okay. Und dann fragt Shay Michel, das darf ich auch nicht fangen, stimmt. Glaubst du an Paralleluniversen? Also ich glaube dran, dass es irgendwo im All irgendwie noch anderes Leben gibt. Dass wir alleine sind, ist dumm. Also warum sollten wir alleine sagen, Drachen, darf ich auch nicht fangen. Das sind so coole Pokémon, das habe ich nur einen Versuch. Wobei, nee, es war schon der fünfte. Es kam zwei Draschel, ein Mogelbaum, ein Sumpex und ein Drachen. Ja, okay. Ist verkackt. Dürfen wir keinen fangen. Und wir packen, wen packen wir nach vorne? Sancho Boy darf mal wieder nach vorne. Weil ich will unbedingt noch einen Glurak haben. Das Glurak sollten wir schon entwickeln. Und da waren wir schon. Da unten gibt es, glaube ich, nicht so viel, ich weiß. Außer ein Item, okay, das machen wir auch noch so. Dann fragt Tina Maru, holst du dir Super Mystery Dungeon? Das neue ist schon vorbestellt und wird auch nächsten Freitag ankommen. Ich freue mich drauf. Und du hast ein Dragoran, wow. Übertreib halt. Dann fragt Glacier und Felix, wie stellst du dir das perfekte Spiel vor? Overworld, Kampfsystem, Spielmechanik. Gibt es nicht, wir gehen auf Zermalmklaue. Vielleicht senken wir ja die Verteidigung und es ist ein Turret. Leider nicht, okay. Gibt es nicht wirklich. Es gibt kein, ich weiß auch nicht, wie ich es mir vorstellen soll. Also ich mag ja quasi Rollenspiele wie Skyrim oder so. Und warum kriege ich nicht, Dings, den Death Drop? Es ist 50% mit Zermalmklaue. Dings war, ja, und wie gesagt, gibt es nicht. Und wie ich es mir vorstelle, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Und dann fragt Gladius, glaubst du auch, dass ich durch eine Explosion eines Regirocks sterbe? Ich meine, du meinst wahrscheinlich schwarz versus weiß? Glaube ich nicht, also ich hoffe es mal nicht. Wäre cool, wenn es nicht so wäre. Dann, als was ich arbeite, habe ich gerade schon gesagt. Und ja, natürlich kriege ich mit den Angriffsboost mit Metallklaue, das war klar. Frag Gladius und Felix, würdest du dir neue Rotom-Formen wünschen? Wenn ja, wie stellst du diese mit Typ vor? Und wenn nein, warum nicht? Da gab es ein Video auf YouTube, das habe ich letztens gesehen. Oh, ein Reptane. Das dürfte ich auffangen, kacke. Das war so ein Video, eine Top 5 7th-Gen-Pokémon. Und da war auf dem Thumbnail auch ein neues Rotom drauf, und zwar so ein Bora-Rotom. Was ich ziemlich cool finde, die haben ja alle auch noch so eine spezielle Attacke. Das wäre halt bei dem Rotom, wie heißt Erdkräfte. Und es wäre dann halt Boden-Elektro. Fände ich auf jeden Fall interessant. Vor allem Boden-Elektro und dann noch mit Schwebe. Heißt, dass das Ding halt nur eine Eis, eine Wasser und eine Pflanzenschwäche hätte. Und das wäre schon ziemlich cool. Und ich speziell bringt mir nicht so viel. Das fällt mir gerade so ein. Das sah echt ganz cool aus. Wer auch immer das da gezeichnet hatte, hat auf jeden Fall Props verdient. Wir lassen sonst aber mal vorne. Das ist eine ziemlich coole neue Rotom-Form. Dann fragt wieder gleich so Felix, wie wäre es, wenn in der Ashlock die Dupes-Klasse nur gilt, wenn das Pokémon noch am Leben ist? Also ich halte mich natürlich trotzdem dran, aber ich fände es halt ein bisschen langweilig, wenn Glutexo quasi stirbt, und da kann ich nicht drin bleiben. Wenn Glutexo sterben würde und ich dann ein neues Glutexo bekommen würde, das fände ich halt nicht so cool, weil dann geht der Sinn an der Nuzlocke ein bisschen verloren. Das fände ich nicht so cool. Dann fragt Chara, welches Mon hättest du gerne mal in einer Nuzlocke oder Egglock? Ein Sherox. Egglock habe ich da halt nicht dazu gezählt, weil es war klar, dass mir irgendjemand halt ein Sichlo oder so schenkt. Und deswegen in der Nuzlocke hätte ich halt wirklich gerne mal ein Sherox. Und ich hau mir natürlich selber. Das ist schon ziemlich cool. Und nochmal, wenn du in Essen wohnst, wird es dann auch einige Real-Life-Videos mit dir, Timo und Cassie auf dem Kanal geben? Bestimmt. Müssen wir gucken, aber warum nicht? Vielleicht, was weiß ich, dann, dass ich und Timo auch Wi-Fi-Battles machen, da verlieren wir so eine kleine Strafe oder so machen, fände ich dann ganz interessant. Müssen wir mal gucken. Weiß ich noch nicht. Bestimmt aber. Zumindest, ich will eine Room-Tour dann halt schon machen. Das wäre ja schon ziemlich cool. Ich scrolle wieder nach oben und... Übrigens, Chara, dein neues Kaumala-Profilbild ist übelst süß. Ist voll kawaii. Dann fragt der Felix wieder, wenn du
den normalen Pokémon Speed-Knöpfe vorhanden waren, würdest du sie benutzen? Ach so, bei den normalen Ding Speed-Knöpfe. Wahrscheinlich halt zum Trainieren, aber die Story hätte ich normal durchgespielt. Kann ich mal bitte treffen, Alter? Dann fragt Dragoon, denkst du, die Nintendo-Szene wird in Zukunft weiter wachsen oder sogar langsam schwächere Verkaufszahlen haben? Denke ich nicht mal. Ich denke, Nintendo ist wieder ganz gut dran. Die haben ja generell, glaube ich, während der 5. Gen auch ziemlich viel Verlust gemacht. Jetzt mit der NX bin ich geplant, was sie halt alles so machen wollen. Ein Dickdreh. Bleiben wir gleich mal drin. Und ja, ich denke, Nintendo müsste halt mal die Politik ein bisschen umwerfen, weil wie Nintendo halt mit den Leuten umgeht, gerade auf YouTube oder so, ist nicht so das Feinste. Nintendo könnte da halt quasi, das ist gerade das Promo, was ich jetzt zum Beispiel auch mache. Wenn ich Pokémon spiele, klar, natürlich, ich spiele es auf dem PC, halt das ROM, das ist gratis. Aber generell sowas ist halt gute Promo oder so, wenn ich jetzt ein Tohaido, den hole ich ihn da rein, ich glaube. Wir holen Jana rein. Wenn ich Mario Kart 8 spiele, dafür gibt es ja keine ROM oder so, dass sich dann Leute deswegen halt vielleicht Mario Kart 8 holen. Und das ist halt einfach gratis Promo für Nintendo. Und die sind da ein bisschen pussyhaft unterwegs, muss ich sagen. Bisschen schade eigentlich. Dann fragt der Chase, wann ziehst du nach Essen? Wenn alles klappt, innerhalb von den nächsten 3 Monaten, sagen wir mal. Also es, wahrscheinlich wird sein, dass es spätestens im April sein wird. Spätestens April, Anfang Mai oder so. Und ja. Wie und wann hast du PKX entdeckt? Es war wahrscheinlich mit der GPL oder kurz vor der GPL, Season 2. Da haben halt alle so ein bisschen gesagt, oh, man kann PKX und so. Und ich war erst dagegen. Ich habe es mir am Anfang auf der GPL, habe ich mir die Pokémon noch mit Power Safe gemacht. Weil ich da, na, ich war da nicht so ganz der das machen wollte. Vor allem, weil ich auch, gut, ich hatte schon zu dem Zeitpunkt 2. Jetzt kriege ich den Deathrobus nicht mehr dann, ne? Ich bin auf Doppelt immer noch. Und ja, deswegen. Und dann kam ich, glaube ich, irgendwann mal drauf, weil dann Bene ja auch mal ein Video gemacht hat dazu. Und ja, so kam ich zu PKX. Und dann fragt Machblitz, nimmst du am PGL Online-Turnier Kanto-Klassiker teil? Nee, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Und machst du mal eine Silberkonferenz Gary Lock? Selber Move. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst, da bin ich aufgepasst, was kommt rein. Ein Schluck weg. Okay, da sollte ich alles, wenn mich voll abknutschen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht wahrscheinlich Pokémon, die Gary hatte oder so. Warum nicht? Mal gucken. So, Giftwolk, das trifft natürlich. Dann fragt Nightsider, wie kamst du auf den Namen Barzi und hat er eine Bedeutung? Das habe ich schon ein paar Mal erklärt, ich werde es nochmal tun, weil es gibt ja sicherlich einige, die es noch nicht wissen. Mein Opa hat mich, seit ich klein bin, Barzi genannt. Das heißt, ja, ich war schon immer Barzi, ich war nicht Steffen, ich war Barzi. Und ich finde es als Spitzname eigentlich ganz cool. Die meisten Leute auf dem TS nennen mich ja auch Barzi. Es gibt wenig, die mich nicht Barzi nennen, die mich Steffen nennen. Das sind halt Leute wie Cassie oder so, die nennen mich dann halt Steffen. Ich glaube, Tim nennt mich halt eigentlich auch Barzi, Parsi nennt mich Barzi. Zum Beispiel, ich könnte Parsi halt auch niemals Liam nennen. Das ist ja sein Name und für mich ist das Parsi ist halt ein guter Name, aber ich könnte Timo wiederum niemals Razer nennen, weil Razer ist in der Hinsicht kein guter Spitzname, mit dem er jemanden ansprechen kann. Wir gehen jetzt mal auf Konfusstrahl. Und ja, daher kommt Barzi und ist ein guter Spitzname. Wie gesagt, ihr könnt mich, wenn ihr wollt, Steffen oder Barzi nennen, das ist euch überlassen. Was ist dein ultimatives Hass-Pokémon? Fragt Serpiboy. Das habe ich nicht. CP-mäßig ist es wahrscheinlich eher noch Panzeiron, weil ich mag Panzeiron echt nicht so krass. Aber ja, wenn dann Panzeiron so ein wirklich absolutes Hass-Pokémon wie jetzt Elfun bei Timo oder bei noch ein Hass-Pokémon Togekiss bei Parsi habe ich jetzt gar nicht. Und dann fragt Glacier und Felix, wenn du ein Arena-Leiter, Top 4 oder Champ sein könntest, was wäre dein Main-Typ, dein Team und Signature und hättest du einen Mega? Mega hätte ich natürlich, das wäre wahrscheinlich Mega Pinsir. Allerdings wäre trotzdem natürlich Sherox an meinem Team und ich wäre, wie immer schon rausfindet, ein Käfertyp. Deswegen finde ich auch Herbaro ziemlich cool und du nimmst dich ja selber mit Flo raus, das ist gut. Herbaro ist der Einzige, der es quasi in die Top 4 geschafft hat mit dem Käfertypen. Finde ich cool, respektiere ich und ich wäre auch ein Käfertyp. Dann fragt Nightsider, wie war es mit dir und Sherox? War es Liebe auf den ersten Blick? Ja, und es wird immer Liebe auf den ersten Blick bleiben. Aber ich glaube, wir werden es hier an der Stelle mal beenden. Ne? Und zwar, wir sind jetzt nur 29 Minuten dabei. Das passt eigentlich ganz gut. Deshalb, ui. Bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und vielleicht kommt der Part, kam der jetzt später. Oder vielleicht kann man trotzdem 13 Uhr. Wahrscheinlich werde ich irgendwie morgen Mittag oder morgen Abend so meinen Teststream machen. Und zwar habe ich einen neuen PC und dann will ich mal vielleicht mal ein bisschen Mario Kart 8 spielen. Wenn ihr zugucken wollt, achtet auf Twitter. Ich werde es nicht auf YouTube ankündigen, sondern einfach so ein Teststream quasi mal werden.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und denkt dran, ihr könnt immer Fragen stellen unter Hashtag Ashlock auf Twitter. Nicht in den Kommentaren, nur auf Twitter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.